Nächster Redner ist Johannes Margreiter. Nein, Entschuldigung, ist Martin Litschauer, der Anti-Atom-Sprecher der Grünen aus Waidhofen an der Theier. Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Minister, Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren vor den Fernsehern und beim Livestream. Jetzt muss ich gleich meinen Einstieg ein bisschen ändern. Wenn ich jetzt von freiheitlicher Seite höre, dass hier mit der Angst gearbeitet wird, dann sage ich, bin ich gern dabei, wenn wir die Angst in der Politik sozusagen abschaffen. Nur habe ich da sozusagen ein bisschen mit Ihrer Fraktion ein bisschen Probleme. Ich erinnere daran, gerade Sie waren es, die vor vielen Jahren unter anderem ein Volksbegehren gegen das AKW Temelin initiiert haben. Da haben sie sich auch nicht davor geschrecken lassen, mit der Angst zu arbeiten. Als dann später die Regierungsbeteiligung da war, hat es aber dann gefehlt, konkrete Schritte zu machen. Ja. Es ist ein sehr gefährlich. Ja, aber Sie haben mit der Angst gespielt, haben in Ihrer Regierungsbeteiligung nichts unternommen. Ja. Und ich weiß, dass Sie das jetzt nicht hören wollen. Ja. Ich möchte diese Gelegenheit hier nutzen, mich vor allem bei den Freiwilligen zu bedanken und vor allem hier auch bei den Umweltorganisationen und den Anti-Atom-Organisationen, die Millionen von Freiwilligenstunden hier leisten und sich hier einbringen. Ich selber bin seit 20 Jahren aktiv in der Anti-Atom-Szene, habe da draußen, als das Mega-Abkommen hier in diesem Haus verhandelt worden ist, selber demonstriert und auf die Problematik aufmerksam gemacht. Und für mich war das schon sehr bewegend, in dem gleichen Haus dann auch sozusagen angelobt zu werden. Und dieser Kampf gegen die Atomlobby und diese Atomkraftwerke ist mir sozusagen schon ein sehr persönliches Anliegen. Und wir haben ein sehr großes Problem. Dukovany, Temelin, Gryzko, Mochovce und wie sie alle heißen, sind durchaus Probleme, die es zu bekämpfen gibt. Und das ist, glaube ich, schon auch wichtig, dass wir das dann auch ernst nehmen und gemeinsam umsetzen. Und in diesem Budget ist unter anderem auch eine 500.000 Euro vorgesehen, damit wir eben diese Unterstützung bei diesen grenznahen Atomkraftwerken leisten können. Ich habe aber auch vor 20 Jahren mich schon sehr intensiv in diese Anti-Atom-Politik eingebracht. Und ich habe auch feststellen müssen, als dann im Jahr 2000 Österreich noch ein Stromexportland war, in den Folgejahren der Import von Strom immer mehr zugenommen hat. Das hat in dieser Anti-Atom-Politik unsere eigene Position durchaus geschwächt. Ja? Und wenn Sie sagen, wir sprechen hier von Versorgungssicherheit, dann erinnere ich daran, dass der Stromimport nicht die Versorgungssicherheit erhöht. Und genau deswegen müssen wir dagegen auftreten. Und das ist ganz wichtig, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien unser Ziel von 100% erreichen. Ja, und da weise ich auch darauf hin, nicht alles dieser Maßnahmen finden Sie auch in diesem Budget. Das Erneuerbare Energiengesetz zum Beispiel wird dafür sorgen, dass wir 100% erneuerbare Energien erreichen werden, über die Ökostromabgabe, über den Ökostromtopf. Das haben wir andere Finanzierungsmittel, die auch notwendig sind. Und wir werden auch andere Maßnahmen brauchen, um dieses Ziel der Energiewende zu erreichen. Ja? Und nicht nur das österreichische Budget, auch andere Töpfe, andere Werkzeuge. Wir werden auch unsere Bevölkerung entsprechend sensibilisieren müssen und mitnehmen müssen. Und da wird es daran liegen, die Bevölkerung dazu motivieren, diese Energiewende auch mittragen zu können. Ja? Da braucht es Bildung, da braucht es Motivation. Und es wird sich dabei zeigen, dass es nicht das größte Ziel ist, zum sagen, wer hat jetzt die größte Zahl für irgendeine einzelne Maßnahme für das Budget gefordert, sondern eigentlich beweist sich, wer kann die Bevölkerung am besten mitnehmen in dieser Energiewende, wer kann sie davon am besten motivieren und als Vorbild hier vorangehen. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass es andere Initiativen gibt, die hier grenzüberschreitend aktiv werden, die
informieren, wie zum Beispiel der Waldfendler Energiestammtisch, den wir gegründet haben, für die Informationsbildung. Und da bin ich auch froh, dass für diese Initiativen Geld für Energiepartnerschaften auch vorgesehen ist. Und da würde ich wirklich alle einladen, bringen wir uns ein, auch über Österreich hinaus, dass diese Energiewende gelingt.